Von Weitem betrachtet wirkt er fast unspektakulär, der Stromboli. Seine Spitze ist in Wolken gehüllt, als wir nachmittags ankommen. Und doch ist er einer der aktivsten Vulkane der Welt. Im Sommer zieht die Insel tausende Touristen an. Außerhalb der Saison ist es hingegen ruhig. Nur etwa 400 Menschen leben auf der Insel. Meine erste Station, das vulkanologische Zentrum am Fuße des Berges. Hier treffe ich Forscher des Zivilschutzes, die mit Hilfe eines Netzes von Instrumenten messen, wie aktiv der Vulkan ist. Ich erlebe einen Ausbruch live. Right now, yes. Zunächst ist noch unklar, ob ein sicherer Aufstieg überhaupt möglich ist. Schließlich mache ich mich zusammen mit dem Vulkanführer Andrea Ercolani auf den Weg. Der gebürtige Schweizer arbeitet seit 20 Jahren hier am Stromboli. Kommen wir die Sierra del Fuoco. Ja, die Feuerrutsche. Und jetzt hast du mal einen Blick auf die aktiven Krater da oben. Und diese sogenannte Feuerrutsche, in dem das meiste Material, was der ausspuckt, runterkullert bis ins Meer. Knapp 1000 Meter ragt der Stromboli steil aus dem Meer. 3,5 Stunden dauert unser Aufstieg. Es wird anstrengend und gefährlich. Ohne Vulkanführer und Helm ist der Gang zum Kraterrand streng verboten. Schau dir mal den Block an, Ranga. Von da kam der. Aus den Kratern rausgeschossen bis hierher. Da nützt dann auch der Helm nichts mehr. Nein. Im Mittelalter glaubten vorbeifahrende Seefahrer, der Stromboli sei der Eingang ins Fegefeuer. Heute weiß man natürlich, woher das Fauchen des Berges kommt. Aus 6 Kraterlöchern. So, jetzt sieht man sie alle. Loch in die Erde. Ich sag nichts. 150 Meter unter uns faucht und brodelt es. Wer hier oben steht, begreift, wie aktiv unser Planet ist. Die flüssige Lava, die man hier sieht, stammt aus mehreren Kilometern Tiefe. Wir beschließen, die Dunkelheit abzuwarten. Ah, oh, sie haben ein Kino. Ganz großes. Das, ganz großes Kino. Der Aufstieg hat sich mehr als gelohnt. Seit mehr als 2000 Jahren spuckt dieser Vulkan Feuer. Jeden Tag, mehrmals pro Stunde. Für seine ständigen Ausbrüche ist der Stromboli auf der ganzen Welt berühmt und einzigartig. Hat dir das Video gefallen? Nun schau dich doch mal um bei uns. Du findest jede Menge Themen von Espresso bis Exoplaneten. Und wir wollen viele von euch erreichen. Also gebt uns einen Daumen hoch und besser noch, abonniert unseren Kanal, denn dann werdet ihr automatisch über neue Videos benachrichtigt.